beim Throne des Imperators. Mensch, die Rekruten schießen ja wie die Pilze aus dem Boden. Willkommen zurück auf der Edikt des Unheils hier, werte Brüder und Schwestern. Ja, also es haben sich viele Leute gemeldet, die auch noch gerne mitmachen würden. Ihr seht es, ich würde gerne auch noch welche aufnehmen, aber dafür müssen wir erstmal die Kaserne auf Stufe 2 aufbauen. Also nur damit ich euch, damit ihr merkt, dass ich euch nicht vergessen habe, der Swoopy will noch dazukommen, der Jovi will einen Apothekarius spielen, wenn wir denn mal einen zweiten kriegen, haha. Der Frank Wolfers, glaube ich, der will auch dazukommen. Und haben wir wen vergessen? Den Revenant, der will auch dazukommen. Also vier Leute habe ich mindestens noch auf der Liste. Und so viel Platz ist natürlich auch noch. Aber ja, im Moment sind wir erstmal voll. Da müssen wir erstmal gucken, wie es da weitergeht. Also ihr seid nicht vergessen, ihr steht auf der Liste, aber vielleicht stirbt ja auch der ein oder andere hier. Mal gucken, da wird ja ein Platz frei. Aber nein, das wollen wir natürlich nicht hoffen. Und wir haben Tag 94 und ich würde mal sagen, wir gucken mal ganz kurz. Ich glaube, im Moment können wir sowieso nichts machen, ne? Im Moment ist hier, lass mal kurz gucken. Im Moment ist hier überall so ein bisschen die Blüte ausgebrochen. Das ist natürlich nicht so schön. Und deswegen fliegen wir, glaube ich, mal hier hin. Und lassen bis dahin mal die Zeit vergehen. Was haben wir denn da? Leichte Wunden, ne? Pingpong wird dann quasi wieder fit. Also das macht mir echt ein bisschen Sorgen, dass der Wolfi der einzige Apothekarius ist. Ich weiß nicht, ob das normal ist, dass man so wenig Apothekari findet, keine Ahnung. Commander, the latest communique from Titan contained an emergency directive. Our brothers in Strike Force Sagaris have been actively suppressing an emergent technophage virus in the sector, but they have become pinned in the Dironan system. I have marked the location on our map. Honor demands we relieve them at the earliest opportunity. So, ihr habt gehört, ja, da sind Brüder vom Einsatzverband Sagaris, sind in Bedrängnis und die müssen wir retten. Das machen wir natürlich auch neuer Ort. So, das heißt, wo müssen wir da hin? Da hinten. Das ist ein ordentlicher Weg. Ob wir das da hinten schaffen? Mal gucken. Reisen. Wir kommen, Brüder. So, da haben wir jetzt tatsächlich, weitere Kasernen wurde gereinigt und neu ausgestattet. Commander, Nährstoffaufbereitung, bla bla. Fühlt sich langsam wie die alte an. Kapazität und ein Rekrutierungsrang. So, können wir gleich mal gucken, ob wir noch einen neuen... So, jetzt haben wir hier Kaserne 2. Das können wir erstmal so lassen, Kaserne 2. Was haben wir davon? 12 Tage, Freischaltung, zusätzliche Projekte, Reaktor. Was haben wir denn noch hier so? Mehr Servitoren, ist vielleicht auch nicht schlecht. Grimoires. Und was haben wir hier? Schiffsgeschwindigkeit. Ich weiß nicht, ob wir Schiffsgeschwindigkeit brauchen. Waffenstufe 1, was ist das? Achso, das sind die Geschützbatterien. Keine Ahnung, was das heißt. Da haben wir, genau, das ist die Kaserne. Meditationskammer. Was macht die? 50% EP. Eigentlich ist das gar nicht mal schlecht, mit Gefallenen kommunizieren. Ich weiß nicht, was ich davon habe, wenn ich mit Gefallenen kommuniziere, aber pfft. Ich nehme mal das mit der EP. Ich glaube, es ist nicht schlecht hier aufwerten. Komm, zack, EP. So, können wir jetzt eigentlich schon mehr Brüder? Mehr Brüder? Wir haben einen könnten wir noch. Was würden wir denn da kriegen? Ritter rekrutieren. Ein Justicar. Warum? Ganz ehrlich, da warte ich mal ganz kurz. Ich spare mir mal diese zwei Punkte. Ich warte mal noch, ja? Vielleicht kriegen wir ja dann wieder durch die Mission was. Komm, flieg mal weiter hier. So, was haben wir da? Forschungsprojekt abgeschlossen. Ah, jetzt können wir Heilung. Heilung anwenden. So, jetzt haben wir keine Saat. Doch, wir haben tatsächlich noch eine Saat. Was ist denn das hier? Quelle der Blüte. Ich habe entdeckt, dass die Saat auf einem Nexus-Krebserregner Energie eingestimmt ist, aber ihr Standort ist im Äther verborgen. Ich bin mir sicher, dass der Schlüssel zur Ausrottung der Blüte ist. Aber zuerst muss ich mit Hilfe der Saat eine Fährte finden, die wir verfolgen können. Ihr habt mich ja davor gewarnt, zu schnell in der Story voranzuschreiten. Ich glaube, das ist die Story. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Was haben wir hier? Wir brauchen mehr Saaten, um die Blüte zu finden. Aber sie ist frustrierend.
Ich glaube, ich könnte Spezialwerkzeuge entwickeln, die uns helfen, sie komplett zu extrahieren, bevor ihr Träger zerstört wird. Mission plus 1 Saat, extrahieren sie. Extraktor, Servoschädel. Das wäre gar nicht schlecht, dann kommen wir vielleicht an mehr Saaten ran, ne? So, was haben wir hier? Das Prokrastidingsbums können wir uns eigentlich mal sparen. Komm hier, mehr Saaten ist eigentlich nicht schlecht. Komm, forschen, wir wollen mehr Saaten haben. So. Zack und weiter. Go, wir müssen unseren Brüdern. Commander, our prognosticars detect an imminent threat in the latest bloom eruption. A machine sickness born from the bloom's propagation throughout the sector. This must be the technophage encountered by our brothers in Dairoman. Significantly enhanced enemy. Okay, Blütenwuchs erkannt. Drei neue Missionen. Ach, okay. Wo sind wir gerade? Da. Warte mal, jetzt müssen wir uns auch noch entscheiden. Na gut, wir fliegen auf jeden Fall hier erstmal hin. Das können wir nicht abbrechen. Wir könnten höchstens hier hinfliegen. Hier, erstmal zu denen hier. Ja. Beeilung! Wir müssen unseren Brüdern zu Hilfe eilen. Our traditions demand more than crude efficiency, Commander. I have grown concerned of late that your brothers failed to manifest the full glory of the in combat. Großmeister Kai, ich glaube, dir geht's nicht gut. Der zweifelt unsere Loyalität. Ich krieg an. Wir müssen uns beweisen, verpflichte dich zu einer ruhmreichen Tat im Kampf. Nö, kannst mich mal. Die Blüte hat absoluten Vorrang, wir werden alle übertreffen. Verpflichte dich zu allen ruhmreichen Taten um den nächsten 60 Tagen. Das halte ich für ganz blöde, die Idee. Verpflichte dich zu einer ruhmreichen Tat im Kampf. Komm, eine kriegen wir vielleicht hin. Ja, die eine. The Grand Master is correct. We will enrich our brother's spirits by purifying them. Sure, gut. Jetzt müssen wir aber trotzdem hier hin. So, jetzt eine ruhmreiche Tat, die können wir uns ja dann hoffentlich aussuchen, oder? Kuriosität beherbergt einen kürzlich verlassenen Außenposten, der der Priesterschaft des Mars gehört. Ich empfange ein schwaches Ordnungssignal der Grey Knights, die von innen im zentralen Komplex ausgeht. Ich werde deine Brüder so nah wie möglich an das Signal kehren. Und was machen wir da? Mit dem Trupp, also mit dem anderen Trupp treffen. 2. Mission in 16 Zügen gewinnen. Da bin ich mir nicht so sicher, ob wir das hinkriegen. Das machen wir erstmal nicht. Gefahrenstufe hoch. Oh, oh, oh. Gefahrenstufe hoch. Tüdelü, tüdelü, tü. Aber es gäbe einen Apothekarius. Was extrem geil wäre. Also da werden wir, und was ist das hier? Eine Terminator-Rüstung. Also dafür kriegen wir... Also, Fahrenstufe hoch. Na, also, das machen wir mal nicht. Hier 16 Zügen hier bestätigen. Dann nehmen wir jetzt aber wirklich nur die toughsten der toughen mit. Also, dann nehmen wir alle Stufe 3er mit, würde ich mal sagen. Und keine Verletzten. Wolfi lassen wir mal drin. Redbeard, entweder Redbeard oder mein Ernst. Ich guck mal, vielleicht ist ja mein Ernst wieder. Wieder fit? Wo ist denn mein Ernst? Direct Scooby. Wo ist denn der Ernst? Der Ernst, der Ernst des Lebens. Tut mir leid, mein Ernst. Ich nehme mal ganz kurz den Redbeard mit. Aus dem einfachen Grund, weil der Redbeard noch schon eine Stufe höher ist. Ja? So, den Wolfi nehme ich auch mal mit, weil er ein Apothekarius ist. Ghost und Nihilus müssen wir austauschen. Nihilus würde ich mal austauschen gegen... Ich weiß, dass ihr noch nicht dran wart oder beziehungsweise erst einmal dran wart, aber wir müssen jetzt mal die schwere Mission, die müssen wir jetzt mal Direx Justica. Dann nehmen wir mal den Guppy als Interceptor. Ja. So, und dann nehmen wir auch noch hier den Julantus. Den müssen wir auch noch, den Taller Ghost. Wir brauchen einen Ersatz für ihn, vielleicht auch einen Psi-Pulsor. Hatte Direx nicht einen? Ne, Direx war, glaube ich, so ein... Haben wir nicht einen mit Psi-Pulser noch? Wo
Wolfie, den haben wir auch schon dabei. Da kommen immer Direx mit. Alda. Was hat ein Direx an Fähigkeiten? Direx hat Nahkampf und in dem Bolter und... Ne, das ist Fernkampfwaffenspezialisierung. Okay. Was haben wir da? 10% Crit. 2 Crit-Schaden, ja. Also, er kann mit dem Bolter gut umgehen. Achso, da haben wir noch was. Auch nochmal plus 1 Schaden mit dem Psi-Bolt. Was haben wir hier noch? Die Hammerhand mit einem 100% Crit. Auch nicht schlecht. Und was haben wir da noch? Aktiviert, um die Fähigkeiten folgendes zu gewähren. Bluten. Ja, ist okay. Gut. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, ob wir den noch ein bisschen besser ausstatten können. Was haben wir denn hier nochmal? Ist der irgendwie besser? Nee, ne? Nicht wirklich besser. Aber sieht geiler aus. So. So. Was ist mit der Nahkampfwaffe? Können wir da noch was anderes außer dem Dämonenhammer hier? Wo ist denn der Unterschied zwischen denen? Ach, da 5% Crit und der hat gar nichts. Achso, dann nochmal 5% Crit. So. Dämonenhammer, das lassen wir auch so. So, ich glaube, damit sind wir jetzt ganz gut ausgestattet. Wir haben keinen guten... Das sind alles natürlich Nahkämpfer, ne? Ja, nehmen wir da den statt dem Direx. Wir bräuchten vielleicht noch einen Fernkämpfer, der ordentlich austeilen kann. Auch wenn das nur ein Zweier ist dann. Oh, Direx. Wen hatten wir denn jetzt hier als Ping-Pong? Warst du ein... Ja, Ping-Pong hatte sowas. Lass mal kurz gucken. Schwierig. Nehmen wir Ping-Pong. Wen hatten wir denn noch so? Ping-Pong oder der Wolf-Scout? Der Wolf-Scout ist auch so ein schweres Ding, ne? Ja. Schon mal da... Astralziel und Fernkampfwaffen. Ja, komm, nehmen wir den. Nehmen wir ihn hier. So. Wolf Scout. Warum hat der keine? Achso, weil der so eine schwere Waffe hat. Gut, dann würde ich mal sagen, damit können wir leben, ne? Wolfi ist fit, der hat 18. Das ist okay, das ist okay. 9. Vielleicht Wolfi noch... Vielleicht machen wir mit Wolfi noch Folgendes. Pass auf, Ausrüstungsset. Was mir noch nicht gefällt bei Wolfi ist Folgendes. Der kriegt keinen Servoschädel. Der kriegt lieber das Ding hier. So, dann hat er nämlich 11 Willenskraft. So, lass mal gucken. Jetzt hat er nämlich 11 Willenskraft und kann heilen, dass die Schwarte kracht. Und der Rest hier, Guppi... Guppi müsste man eigentlich auch mit so einem Willenskraft-Dingens hier ausstatten. Dann haben wir nur 2 Granaten, aber das reicht hier. So, pass auf, Guppi kriegt auch noch Ausrüstungsset. Der kriegt auch Kriegsausrüstung. Der kriegt auch, damit er mehr hier in der Gegend herumspringen kann, ja? So, zurück. So, das ist jetzt der Trupp. Tank, Heiler, Psi-Bolter und der herumspringende Goofy. Goofy. Goofy! Komm, Goofy, los geht's. Mission mit schwerer... Mit schwerer Mission. Und ich weiß auch nicht, was uns da erwartet. Wir sollen uns mit dem Trupp treffen. Und sollen den dann... Keine Ahnung, was wir da machen sollen. Wahrscheinlich sind die schon tot. Habe ich so die Vermutung. Ach, jetzt habe ich was vergessen. Und zwar das... Ah ja, okay. Ist nicht so schlimm. Ich habe vergessen, wir haben ja noch die Perks zum Auswählen.
Initial Auspex readings indicate enemy activity below. Recommend an expeditious advance towards the source of the signal. Surely our fellow brothers are engaged with this menace. Ja, das wird überhaupt nicht gut gehen. So, er hat gesagt, keine. So, was haben wir denn hier zur Verfügung? Keine feindlichen. Hier hätten wir bestimmt noch die Heilung reinsetzen können. Tja, schade. Schade, schade, Schokolade. Hast du verpeilt, Fleck. Gut, dann ist halt so. Wenn wir hier reingehen und dann hier so um die Ecke, naja, dann sind da alle die bösen Jungs. Können wir hier außen rum? Können wir hier lang? Nee, das sieht mir nicht aus, als könnten wir da lang. Wir gehen mal durch die Vordertür, ne? So, So, das müsste Redbeard sein, jo. Dann haben wir hier den Wolfi. Da haben wir den Gubi. Gehen jetzt erstmal hier in Deckung. Wenn wir hier gleich reinplatzen, dann werden wir garantiert Besuch kriegen. What is your will? Unser Bolter, unser Holter, die Polter, Bolter. Taking position. Das ist eine etwas merkwürdige Sprechweise. So, Ander. So. Zu Ben. Blüte steigt, sehr schön. So. Es geht natürlich unser Tänkchen nach vorne. Na, komm hier hin. We strive. Kick! Guten Tag! Knights! Ja, die Knights sind da. Ich sag mal viele. Was macht der da? Der geht in die Hocke, der geht auch in die Hocke. Geht doch alle in die Hocke. So, okay. Commander, we've made contact with the enemy. Warum flüsterst du so? So, jetzt lass mal gucken, was sind denn? Das sind das alles. Das sind alle Fernkämpfer, ne? Ja, alles Fernkämpfer. Da würde sich so gut eine Granate machen, ganz ehrlich. Da würde sich so gut eine Granate machen. Die wären alle so furchtbar weg dann. Komm. Schau, Granate. Komm, Redbeard. Hoppla hopp. Jetzt brennt es auch noch. Sehr geil. So, wen haben wir da? Wolfi, den lassen wir erstmal hier vor. Gubi, der könnte sich natürlich gleich hier hin teleportieren und gleich mal hier seine Spezialfähigkeit einsetzen. Das wäre natürlich extrem geil, hier, wenn er hier gleich mal so rumschnippern könnte. Oh, das mal probieren. Na klar, komm. Wo sind die anderen? Da. Komm. Gubi, du hoppst mal hier hin. So, dann machst du folgendes. Dann machen wir 1, 2. Warum kann ich zu dem nicht hin? Nochmal, warte mal. Ich glaube, wir müssen hier 1. Ne, halt. Eins. Nein, lass das doch mal. Du sollst hier. Eins, zwei, drei, vier. Den geht's nicht. Aber den auch nicht. So, dann kommen wir zu dem hier hin vielleicht. Ja, und dann können wir dem noch eine draufzimmern. Komm, machen wir das mal. Gubi, du machst das mal. Komm. 7. Sauber, Gubi. So, Gubi, einen hast du noch. Können wir den ausknipsen oder den mit einem Psi-Angriff komplett ausknipsen. Wollen wir das machen? Klar. Psi-Angriff, komm, Gubi, hacke Peter. Justice. So, ich würde mal sagen, das war spitze. Der geht vielleicht nochmal an Gubi ran, aber könnten Gubi natürlich jetzt nochmal zwei. Nee, komm, das kann Wolfi wegheilen, das ist okay. My blade is yours.
jetzt noch den Wolf Scout. Wo setzen wir den denn hin? Kann man den da treffen bei denen von hier aus? Ich bin mir nicht sicher. Gehen wir hier hin. Den trifft er nicht, oder? Doch, den trifft er. Was macht denn Unterbrechungsschuss, wenn ich das bloß wüsste? Was ist denn, wissen wir das hier? Können wir das hier? Ey, das bringt auch nichts. Das auch nicht, das auch nicht. Volle Deckung, 100% Gesamt, Fehlschlag, Gesamt, kritischer Schaden, plus 2. Tja, warte auf, das machen wir anders. Aegis. Wir müssen da einfach mal ran. So, was ist das? Das ist Wolfi. Wolfi geht hier hin. Und schmeißt auch die Aegis an. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass Redbeard, dass der gute Kugel das so lange durchhält. Da natürlich etwas explodiert, aber mein Gott. Ja, der rennt in die andere Richtung, das ist okay. Auf wen schießt du jetzt? Was macht der? Ach, der wird unterdrückt. Wie gemein. So, der will jetzt auch nochmal auf Gubi schießen, natürlich. Da habe ich gar keinen. Wo war der denn bitte? Ja, warte mal, bis Gubi dran ist, du. Dann ist aber Ende. So, da sind wir. Wolfi, wer hatte ich denn da? Ach, der hatte ich an den Griff. Wolfi, ich sehe es, ich sehe es. So. Gubi, du machst jetzt mal hier Hackepeter, ja? Ich weiß nicht, auf wen. Den hier. Mit dem C-Angriff kommt der Bus weg, oder? Oder wir machen einfach zwei Angriffe. Können wir natürlich auch machen. So. Komm, Gubi, mach den mal. Gleich nochmal. So, kann er jetzt nochmal? Er kann tatsächlich noch was machen. Wenn er sich jetzt hierhin teleportiert, kann er aber nichts mehr machen. Okay, das heißt, das können wir dann. Dann können wir dann knicken. Dann schmeißt du mal bitte hier deine AP an. Quatsch, deine Aegis. Die hat genug gemacht mit dem Level. Ja. Und jetzt würde ich gerne mal da oben die ausknipsen. Warte mal, warum kriege ich da, weil ich durchs Feuer renne? Das ist natürlich blöd. Warum kriege ich hier was ab? Weil ich durchs Feuer rennen muss. Ist okay. At your command. Da schießt du mal drauf, Wolfi, bitte. Geht das? Feuer. Ice, und gleich nochmal. Komm. For the Emperor. So. Der wäre weg. Und dann bitte einmal nachladen, Wolfi, sonst ist nämlich alle. Reloaded. Was mir nicht so gefällt, ist, dass ich jetzt Gubi die ganze Zeit da so explodiert lasse. Ja, kriegt er natürlich voll auf die Breitseite. Das ist natürlich nicht so gut. Und lass mich raten, du kannst dich da auch nicht wegbewegen, ne? Nee. Das verbraucht alles. You command. Verbraucht alles leider Punkte. Das ist natürlich alles nicht so pralle. Warum kriegt er hier auf die Mütze? Das kriege ich das und hau da mal drauf. Muss ich jetzt mal machen. Komm, pfeif drauf.
Get up! So, jetzt kann er nämlich auch nach oben hier. Ja, das war jetzt alles nicht so optimal, aber wir haben es irgendwie hingekriegt. Jetzt müssen wir ein bisschen heilen. Jetzt haut er ab. Wo geht der hin? Der schießt natürlich nochmal auf den Arm. Hat aber irgendwie nicht getroffen. Weil ich eine Aegis anhatte. Sehr gut. Jetzt kommt auch noch eine Warpwoge. Pocken der Schwäche. Ach Gott, Gubi. Ey, meine. Es ist. Ulfi. Yes, Commander. So, jetzt gehen wir mal hier heilen. Ne, der ist ja schwach. Kommt ja nicht vom Fleck. Komm, lauf. It will be dark. So. Gubi, er gehört hier. Komm. Warte mal, wie viel habe ich da noch? Einen habe ich da. Warum ist er geschwächt oder warum kriegt er den nicht kaputt? Psi-Angriff, sollen wir das machen? Ne, wir machen ohne Psi-Angriff. Komm, normal Angriff. Zack. Vengeance! Zip, zip. So. Nochmal? Ja, komm. Threat eliminated. Sehr gut. So, jetzt müssen wir uns hier erstmal sammeln. It will be done. Und mit Wolfi aufheilen. What is your will? Mein Willi geht nicht überhaupt nicht. So, müssen wir irgendwie. Yeah. Wer ist das? Das ist der Wolfi. So, den mal hochheilen. Komm, Wolfi. So, können wir noch einen hochheilen? Nee. Fähigkeit eingesetzt. Okay, können wir gerade nicht. My blade is ever ready. Haben wir hier noch was? Der hat sogar noch Punkte. Gut, dann gehen wir mit ihm erstmal hier hin, aber wir latschen da noch nicht durch. So, wer ist das? Gubi, der müsste eigentlich auch mal geheilt werden. Mit dem latsche ich jetzt erstmal hier hin. At once. So. Und das war gar nicht Gubi, das war der Warp Scout. Der müsste trotzdem geheilt werden. So, wen haben wir hier? Ne, das war der Warp Scout. War schon richtig, alles gut. Warp Scout hier hin. So. So, der kann noch nicht heilen, das heißt, der läuft jetzt erstmal nur hier hin. Und dann gehen wir weiter. Mensch, da klingelt an der Tür. Wer mag das sein? Das interessiert uns jetzt gerade nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also, einmal heilen bitte. Ne, nicht Warpladen. So. Damit werden wir jetzt wieder alle. Ne, stimmt gar nicht. Er nimmt noch Schaden. Was hat er für eine Kretze? Was hast du für eine Kretze? Er leidet 2 Schaden pro Zug. Wann hört denn das auf? Kann ich ihn mal bitte löschen? Ready to serve. So. Du gehst mal bitte hier hin. On the way. Du meditierst mal oder springst ins Wasser, keine Ahnung. Standing ready. Wer ist das? Das ist Gubi. Gubi geht hier ganz ran. Affirmative. Jetzt warte ich mal noch eine Runde und ich hoffe, dann hat sich das erledigt. Dann können wir hier reinmarschieren. Zu beenden erstmal. Hör jetzt auf zu brennen. Okay, das Brennen hat aufgehört. Sehr schön. So. Jetzt heilen wir nochmal. So, kann man noch mehr heilen? Ne, den Rest brauchen wir nicht heilen. Ja. So. Und wie wir jetzt hier durch die Wand brechen und wahrscheinlich nicht den Trupp finden, sondern nur deren Überreste und stattdessen wahrscheinlich einen Dämon der Stufe 5000, das seht ihr alles beim nächsten Mal. Bis dann denn, euer Bruder, nee, Commander Fleck. Tschüssi für den Imperator.